Ja, wir sind in einem Bereich, der Betonschuhmacher, wo du, sag ich mal, immer wieder am neuesten Stand kommen musst. Wir haben früher, bis vor ein paar Jahren, alles wirklich händisch gemacht. Und händisch gemacht heißt wirklich händisch geschliffen. Und es ist halt dann so gewesen, dass bei den Schleifprozessen, da waren halt oft einmal so Gedanken, wo du sagst, naja, da waren schon ein paar Prozesse, wo es vielleicht digital einfacher geht, genauer geht. Und da ist eben immer wieder der Widerstand gewesen, dass du sagst, als Handwerker schaffst du das überhaupt. Weil ich bin jetzt kein ITler nicht. Und da hat man vielleicht, sage ich mal, also so einen traditionellen Handwerk, wie es bei uns ist, vielleicht ein bisschen Angst, dass man das schafft, und dann lässt man es lieber.